Liebe Geschwister, heute werden wir darüber sprechen, wie wir mit Schwächen umgehen, wie wir mit unseren Sünden und Fehlern umgehen. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, und wir hören alle aufmerksam zu und wir legen die Handys weg und wir schreiben keine SMS und keine WhatsApp-Nachrichten mehr und achten nicht darauf, ob wir E-Mails bekommen. Und wenn jemand hineinkommt zu uns und er lenkt ab und er stört, wir weisen darauf hin, dass wir der Khutba lauschen wollen. Denn dafür sind wir heute hierher gekommen. Dafür sind wir heute hierher gekommen, liebe Geschwister. Der Prophet sagte also, sallallahu alaihi wasallam. Und warum habe ich euch darauf aufmerksam gemacht, als ich damit eingeleitet habe, dass der Prophet etwas gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam? Weil es etwas anderes ist, die Worte des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam zu ignorieren, als wie wenn man irgendjemanden reden lässt, wie meine Wenigkeit. Ja, lasst ihn reden. Aber wenn er einleitet, der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, da ist man nochmal besonders aufmerksam. Ja, weil was sagte denn der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam? Und wenn man da nicht zuhört, dann ist es, als ob man dem Propheten nicht zugehört hätte. Anders als wenn eine gewöhnliche Person über etwas Gewöhnliches spricht. Er sagte, wie Imam Muslim verifizierte, لا يسر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. Immer, wenn ein Diener die Fehler eines anderen Dieners bedeckt, so wird Allah Ta'ala diesen bedeckenden Diener am Tage des Gerichts ebenfalls bedecken. Du siehst also, jemand hat eine Schwierigkeit. Er begeht eine Sünde. Er hat eine Charakterschwäche. Und du siehst, dass er das weiß. Und du siehst, dass er daran arbeitet. Oder du siehst, dass er das noch nicht weiß und darauf hingewiesen werden muss. So oder so sorgst du dafür, dass andere davon nicht mitbekommen. Und dafür wird Allah Ta'ala dir das große Geschenk schenken, am Tage des Gerichts deine Fehler und deine Schwächen und deine Sünden zu bedecken. Das heißt, wir bedecken erst einmal die Sünden unserer Geschwister. Und dann, und manchmal wird das auch vernachlässigt, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Allen aus meiner Umma wird vergeben, außer denjenigen, die ihre Sünden kundtun. Und er beschrieb einen Diener als Beispiel, der in der Nacht eine Sünde begangen hat und tagsüber dann diese kundtut und sagt, Allah Ta'ala hat ihm doch die Bedeckung gegeben. Und warum reißt er diese Bedeckung von sich, indem er seine Sünde tagsüber offen kundtut? Das heißt, wir bedecken auch unsere Sünden, liebe Geschwister. Und dieser Hadith ist im Sahih Bukhari, ist ja auch im Sahih Muslims. Und dazu sagt man Muttafaqun alay. Ja, also wenn die großen beiden Hadith-Gelehrten Bukhari und Imam Bukhari und Imam Muslim, übereinstimmend einen Hadith verifizierten und aufnahmen in ihre Sahih-Werke, sagt man Muttafaqun alay. Ja, die beiden großen Gelehrten waren darüber einig, über diesen Hadith. Das ist einer der höchsten Stufen. Das heißt, wir bedecken die Sünden und Fehler unserer Geschwister. Wir bedecken auch unsere eigenen Sünden und Fehler. Ibn al-Qayyim, er beschrieb vier Sorten von Menschen in Bezug auf das Verhältnis zur Sünde. Er sagte, es gibt Menschen, zwischen denen und der Sünde ein Berg besteht. Sie sehen die Sünde nicht, ja, die Sünde erreicht sie nicht über ihr Augenlicht. Sie hören die Sünde nicht, die Sünde wird nicht beworben über das Gehör, und sie riechen die Sünde nicht. Ja, und wer die Sünde nicht hört, wer sie nicht sieht, wer sie nicht riecht, Alhamdulillah, lebt ein gutes Leben. Weil vor dem Begehen der Sünde präsentiert sich die Sünde. Ja, aber es gibt Menschen, die erreicht das erst gar nicht. Sind abgeschirmt. Dann gibt es Menschen, zwischen denen und der Sünde, was besteht? Eine Glaswand. Sie sehen die Sünde, aber sie riechen sie nicht und sie hören sie auch nicht. Aber die Sünde
vermag bereits einzudringen in das System. Dann gibt es Menschen, zwischen denen und der Sünde ein Fluss ist. Sie können die Sünde auf der anderen Seite sehen und der Geruch wird auch noch transportiert, aber das Rauschen des Wassers verhindert, dass die Sünde über das Gehör den Menschen erreicht. Und dann gibt es Menschen, zwischen denen und der Sünde nur Luft besteht. Und sie sehen die Sünde und sie riechen die Sünde und sie hören die Sünde. Und wir wollen die Sünden bedecken, unserer Geschwister, wie auch unsere Sünden, wie wir auch unsere Sünden bedecken wollen, damit die Sünde sich eben nicht verbreitet, liebe Geschwister. Und wir wollen anders sein als diejenigen, denen Allah Ta'ala im Koran strenge Strafe droht. In Surat An-Nur, der 24. der Abfolge nach, sagt Allah Ta'ala sinngemäß: Gewiss diejenigen, die es gerne haben, dass sich die Schändlichkeit unter denen verbreitet, die Iman haben. Es gibt also Menschen, die haben das gerne, dass sich das Schändliche unter den Mu'minin, unter den Muslimin verbreitet. Für diese ist eine äußerst schmerzvolle Peinigung, Strafe vorgesehen, bereits im Diesseits und im Jenseits. Und Allah weiß und ihr wisst nicht. Wir wollen also anders als diese Menschen sein. Wir wollen nicht, dass sich die Sünde verbreitet. Deswegen tun wir was? Wir tun zwischen uns und der Sünde Berge setzen. Da, wo wir dies nicht können, versuchen wir wenigstens Glaswände zu setzen. Da, wo wir dies nicht können, wollen wir wenigstens Flüsse haben zwischen uns und der Sünde. Damit wir nicht diejenigen sind, die absolut der Sünde ausgeliefert sind in all ihren Bewerbungsformen. Und umgekehrt, liebe Geschwister, sollen wir dieses Gleichnis Ibn Qayyims auch auf uns anwenden, im praktischen Sinne. Was sind wir denn für die anderen Menschen? Sind wir Berge und sie bekommen von Sünden nichts mit? Ja, ein Sozialarbeiter, der etwas älter ist, auch Muslim ist, und wir haben über Schnittmengen in unserer Arbeit geredet. Und er sagte: Weißt du, Mohammed, keiner von denen, die ich betreue, weiß, dass ich rauche. Weil das bleibt zwischen mir und Allah Ta'ala. Ich sorge dafür. Das ist eine Tat, für die er belohnt wird. Nicht für das Rauchen, aber dafür, dass er das Rauchen versteckt. Weil er möchte ein Berg sein zwischen der Sünde und der anderen Person. Wir wollen nicht die Sünde in irgendeiner Form bewerben. Wir steigen ins Auto ein, haben Beifahrer und Mitfahrer. Dann zack, was läuft, wenn man das Autoradio anschaltet? Ist irgendein Radiosender schon im Vorfeld eingestellt? Und man hört, subhanallah, sehr Schlechtes. Astaghfirullah, muss man sagen. Oder es ist automatisch, dass Koran läuft. Ja, oder Anashid läuft. Wer wollen wir für andere sein? Lasst uns so sein, wie der Prophet beschrieb, sallallahu alaihi wasallam, dass die gute Gesellschaft wie ein Parfümhändler ist. Ich habe mein Parfüm hier hinten. Also wer später hier rausgeht, der kriegt wieder vom exzellenten und teuren Parfüm. Wie Imam Bukhari und Imam Muslim übereinstimmend berichten, der Prophet sagt, dass sallallahu alaihi wasallam gute Gesellschaft. So Leute, mit denen man abhängt, mit denen man kurz mal sitzt, ist wie ein Parfümhändler. Entweder man bekommt Parfüm geschenkt oder man kauft Parfüm. Und selbst wenn nicht, ja, der Geruch des Parfümhändlers, der bleibt an einem. Ja, weil man hat Kontakt. Ja, man schüttelt sich die Hand, wie der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, dass immer, wenn zwei Muslime sich treffen und sich die Hand schütteln, dann wird durch diese Berührung, durch dieses Händeschütteln, durch diese Begrüßung, werden die Sünden vergeben. Ja? Wir wollen unser Parfüm an die Menschen weitergeben, liebe Geschwister. Und das ist, liebe Geschwister, etwas, wo wir noch viel nachzuholen haben, und Allah Ta'ala weiß es am besten. Wo ich selbst viel nachzuholen habe, wo wir als Gemeinde viel nachzuholen haben. Denn natürlich wissen wir, dass nicht alle Geschwister wissen, dass sie ein Problem haben, wenn sie es haben, und dass nicht alle Geschwister ihre Sünden verbergen und verheimlichen, um
der anderen willen, um Allah Ta'alas willen, ja, mit einer reinen Absicht, nicht um zu heucheln, sondern um zu sagen, oh Allah, ich bin schon schwach, ich will nicht noch für die Sünde und für die Schwäche ein Werbeträger sein. Und sie kämpfen dagegen. Ja, das Verheimlichen ist auch eine Form des Bekämpfens, weil man es nicht in all seine Lebensbereiche eindringen lassen möchte, diese Sünde. Was passiert also, wenn ein Muslim offenkundig etwas Schlechtes tut? Wie gehen wir mit ihm um? Liebe Geschwister, in der reinsten Gesellschaft überhaupt, mit den edelsten aller Lehrer und mit den geehrtesten aller Schüler, wir reden von der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Medina mit den ehrwürdigen Prophetengefährten. Auch da gab es manche Prophetengefährten, die Schwächen hatten, die Schwierigkeiten hatten und teilweise damit an die Öffentlichkeit kamen. Und einer von diesen, als eines Tages Prophetengefährten über ihn sagten, nachdem er wieder seine Sünde offen zur Schau gestellt hat, sie sagten, Allah Ta'ala möge dich erniedrigen, achzaka Allah, und sie verfluchten ihn. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, la taqulu hakadha, la tu'inu alayhi ash-shaytan. Sag dies nicht. Helft nicht dem Scheitan gegen ihn. Ja, er hat gesündigt. Ja, wiederholt. Und ja, auch in der Öffentlichkeit. Aber warum sagst du, Allah Ta'ala möge dich erniedrigen? Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja, wenn etwas verboten ist im Islam, gibt es immer eine Alternative. Islam ist nicht einfach nur Haram, 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 sondern auf der anderen Seite gibt es Halal. Und wenn man mal schaut, Halal ist zahlreich und vielfältig und wundervoll und ohne Risiken und ohne Nebenwirkungen. Ja? Was gab der Prophet stattdessen mit? Wenn wir unseren Kindern etwas verbieten, Haram, Haram, Haram. Ja? Wo ist Halal? Wo ist nicht die Alternative, sondern, weil es ist ja keine Alternative. Halal ist keine Alternative zum Haram, sondern Halal ist der Standard. Ja? Also zeig den Standard in seiner Vielfalt. Präsentiere Halal, das große Halal-Buffet im Islam, ja, wo man rumrennt und sagt, ja, was soll ich jetzt nehmen, was soll ich jetzt nehmen? Wir haben schon mal die Gelegenheit gehabt, so ein großes Essen-Buffet, ein, zweimal im Jahr ist das inshallah in Ordnung, aber nicht an 30 Abenden im Ramadan, dann ist es Verschwendung der Zeit derjenigen, die all das vorbereiten. Das ist Halal, liebe Geschwister, das ist ja Scharia, das ist der Islam, subhanallah. Man weiß gar nicht, was soll man jetzt nehmen. Dann auf der anderen Seite, ja, wer will denn dieses dreckige Zeug haben? Was, wie gesagt, mit Risiken und Nebenwirkungen behaftet ist. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, sagt stattdessen, Qulu Allahumma ghfir lah, Allahumma arham. Sagt, oh Allah, bitte vergib ihm. Ja, er beging eine Sünde. Bittet darum, dass er Vergebung bekommt. Und bittet darum, dass er Barmherzigkeit bekommt. Barmherzigkeit können wir hier so verstehen als Befreiung von der Sünde. Dass er endlich davon befreit ist. Und Allah Ta'ala weiß es am besten. Ibn Hajar al-Asqalani stufte diese Überlieferung als Hassan ein, für diejenigen, die das besonders interessiert. Imam Bukhari, er überlieferte eine weitere Situation, ein weiteres Wort vom Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam innerhalb dieser Situation. Denn als die Prophetengefährten, diesen schwachen anderen Prophetengefährten, in einem Bereich war er schwach. Als sie ihn verfluchten, sagte der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, La tal'anuh, fa wallahi ma alimtu innahu yuhibbu Allah wa rasulah. Verflucht ihn nicht, denn ich schwöre bei Allah, er liebt Allah und er liebt seinen Gesandten. Ja. Der Sahabi hat Alkohol getrunken, wiederholt und ist wiederholt damit in der Öffentlichkeit aufgefallen. Er war kein Berg zwischen der Sünde und den Muslimen. Er war in dem Moment auch keine Glaswand. Und er war auch kein Fluss, sondern er war nichts. Er war wie Luft zwischen der Sünde und den Muslimen. Und das war natürlich ein Bruch des Bekannten. Vielleicht kann man deswegen auch die Wut verstehen, die einige Sahabis dabei verspürten. Aber die Übertreibung ist zurückzuweisen.
Und der falsche Fokus ist zurückzuweisen. Denn subhanallah, man kann ein Sünder sein und ein regelmäßiger Sünder sein und jemand, der eine große Sünde begeht und damit auch, ja, aufgrund der Natur der Sünde auch öffentlich auffällig werden. Und dennoch kann man Allah Ta'ala und seine Gesandten lieben. Ja, Abdullah hieß diese Person, wie Imam Bukhari überlieferte, und er hatte den Spitznamen Esel gehabt, aber es war liebevoll. Ja, sonst hätte er diesen Spitznamen nicht gehabt, denn im Koran sind die Spitznamen, die den Menschen Verletzungen zufügen, sind verboten worden. Könnt ihr nachlesen in Suratul Hujarat. Sollte die 49. der Abfolge sein, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und er liebt es, den Propheten zum Lachen zu bringen. Und er hat einige Dinge getan. Ich finde sie nicht komisch. Vielleicht, weil ich aus einem anderen Kulturkreis kam. Und deswegen möchte ich den Propheten so verstehen, dass er trotzdem darüber lächelte, um der Person einen Gefallen zu tun. Ja, weil sie wollte den Propheten zum Lachen bringen. Es war nicht unbedingt komisch, aber der Prophet aus Barmherzigkeit, er lächelt über das, was die Person im Halal auch getan hat, um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam etwas aufzuheitern. Und so wusste der Prophet, diese Person liebt Allah und sie liebt seinen Gesandten. Und das sollen wir immer im Hinterkopf haben. Ein Muslim ist vielleicht gequält durch das, durch den eigenen Zustand. Ibn al-Qayyim beschreibt dies in Dar Miftah al-Sa'ada. Er beschreibt, dass manche Sünden denjenigen, der sie begeht, quälen. Und er will sie nicht begehen. Aber diese Sünde hat ihm in seiner Schwäche etwas gegeben. Und weil er zu schwach ist, den Standard aufzubauen, verfällt er regelmäßig in diese Sünde. Aber sie quält ihn und er hasst diese Sünde. Das sollen wir im Kopf haben, liebe Geschwister, wenn wir jemanden sehen, der eine Schwäche hat. Imam al-Ghazali, ja, und subhanallah, diese beiden Menschen, ja, wundervolle Ärzte, sie sind unsere Ärzte, liebe Geschwister. Sie zeigen uns unsere Seelenkrankheiten und wie wir sie behandeln können. Aufgrund dessen, was sie vom Koran und von der Sunna verstanden haben und systematisiert haben und vereinfacht haben, dass wir das auch verstehen und praktizieren können. Er sagte, wenn du die Sünde deines Bruders siehst, dann denk dran, dass du auch Sünden hast, die dich auch betreffen, die dich auch leiden lassen und bei denen du auch Schwierigkeiten hast, mit diesen umzugehen und vielleicht mit diesen aufzuhören. Wir sollen an unsere eigenen Schwächen ebenfalls denken und Mitleid auch mit unserem Bruder haben, mit unserer Schwester haben, wenn sie diese Schwierigkeiten durchlebt. Und jede Sünde, liebe Geschwister, ist eine Schwierigkeit, eine Prüfung, die man durchlebt. Und lass uns dran denken, wir wollen nicht dem Scheitan Hilfe leisten gegen unseren Bruder, der eine Schwierigkeit hat, oder gegen unsere Schwester, die eine Schwierigkeit hat. Nun, liebe Geschwister, wir wollen also die Sünden der anderen bedecken. Wir wollen unsere eigenen Sünden bedecken. Wir wollen nicht, dass die Sünde beworben wird in ihren verschiedenen Werbeformen. Wir wollen nicht, dass sie sich verbreitet. Wir wollen auch die positiven Seiten des Sündigen anerkennen, darauf aufbauen. Ja? Darauf aufbauen. Guck mal, du liebst doch Allah Ta'ala und seine Gesandten. Komm, wir wollen ihm eine gute Gesellschaft sein. Wir wollen ihm helfen. Wir wollen ihm raushelfen aus der Sünde. Nicht ihn verurteilen und ihn in der Sünde belassen oder sogar noch den Scheitan gegen ihn helfen. Wie geht's weiter, liebe Geschwister? Und das, liebe Geschwister, was ich jetzt euch mitgebe, Imam al-Ghazali sagt, das ist der Standard. Das ist der Standard. Jeder Muslim muss auf diesem Stand sein. Jeder kann das. Danach erst gibt es die verschiedenen Stufen. Ja? Denn er sagt, dass die Gebote umzusetzen, das, was Allah Ta'ala uns anbefiehlt, ja, das ist der Standard. Jeder kann das machen. Jeder muss das machen. Und danach unterscheiden sich die Menschen in Stufen in Bezug auf das Abstand nehmen gegenüber den Sünden. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. In Surah Hud, der 11. der Abfolge nach, relativ am Ende der 114. Aya, also genau die Aya-Anzahl, die auch der Koran an Suren, an der Suar innehat, sagt Allah Ta'ala sinngemäß, und verrichte das Gebet an beiden Enden des Tages und in Stunden der Nacht,
Die guten Taten lassen ja die schlechten Taten vergehen, dahin schwinden. Sie löschen die schlechten Taten aus. Und das ist eine Ermahnung für diejenigen, die Allahs gedenken. Das heißt, dass wir fünfmal am Tag beten, liebe Geschwister, ist Standard. Ja? In der islamischen Geschichte wird überliefert von Räubern, von Dieben, ja, von Menschen, die Sünde begangen haben. Aber sie haben kein einziges Gebet verpasst, liebe Geschwister. Das ist der Standard. Ja? Wie soll man auch rauskommen ohne Kontakt zu Allah Ta'ala? Wie soll man jemals stark werden ohne die fünftäglichen Seelenmahlzeiten? Das ist Standard. Das ist nicht verhandelbar. Wir werfen uns nieder morgens, mittags, nachmittags, abends und nachts. Egal, was wir getan haben oder meinen, danach noch zu tun. Vielleicht ist eines dieser gefährlichen Abende am Freitag oder am Samstag. Vielleicht wacht man am Sonntag auf. Vielleicht ist man erst gar nicht schlafen gegangen. Aber das Fajr-Gebet steht an. Wir beten das Fajr-Gebet. Ja. Wenn wir Isha beten müssen, dann beten wir Isha. Und wenn wir irgendwo da draußen sind und die Gebetszeit für das Maghrib-Gebet ist gekommen, wir haben vielleicht unseren Teppich nicht dabei. Wir haben vielleicht auch gar kein Wudu. Ja? Dann nehmen wir die Ersatzwaschung, Atayamum vor, ja, so wie wir das gelernt haben, und beten. Wir suchen einen Platz und finden einen Platz. Wir finden ihn deswegen, weil wir ihn auch gesucht haben. Und verrichten unser Maghrib-Gebet. Und was danach immer passieren mag, wenigstens haben wir unseren Standard erfüllt. Wenigstens haben wir uns eine Chance gegeben, ja, dass wir vielleicht von der Sache wegkommen, die uns irgendwo noch einlädt, weil wir keine Berge zwischen uns und der Sünde gesetzt haben, liebe Geschwister. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, auch von Imam Bukhari und Muslim übereinstimmend überliefert, man tawadda'a wudu'i hadha thumma salla rak'ataini la yuhadithu fihima nafsa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, und Imam Ibn Kathir, er führt dies als Erläuterung dieser Ayah, die ich gerade eben rezitiert habe, auf, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ja, wer die Gebetswaschung vollzieht, so wie ich sie vollziehe, ja, wir kennen alle Basics der Gebetswaschung, ja, dass wir unser Gesicht zu waschen haben und unsere Hände und unsere Arme inklusive der Ellbogen, dass wir unseren Kopf befeuchten und dann unsere beiden Füße waschen inklusive der Knöchel, das sind die Standards der Gebetswaschung. Ja, wir alle kennen sie, Alhamdulillah. Ja. Und dann zwei Gebetseinheiten betet, ohne mit sich selbst zu sprechen. So, ah, was gibt es heute noch im Fernsehen und ja, was hat deine Bruder? So, achso, Bismillah. Also ohne mit Allah in Verbundenheit sein. Für zwei Minuten, für drei, vier Minuten, für zwei Gebetseinheiten, die ja, nie lange dauern. Ja. Selbst wenn man sich lange darin befindet von der Zeit, weil man es genossen hat, mit Allah Ta'ala Zeit zu verbringen, man denkt, ach, subhanallah, eine halbe Stunde vergangen. Es gab einen Rechtschaffenen, der hat, als er geheiratet hat, ja, ein Dankesgebet vor der Hochzeitsnacht gesprochen und ist aufgewacht und ist aus dem Gebet herausgeholt worden durch den Adhan zum Morgengebet. Hat seine Hochzeitsnacht im Gebet verbracht, weil er die Zeit vergaß, ja, im Gespräch mit Allah Ta'ala. Ein Bruder sagte, sag das nicht, weil die Leute werden ihn zum Vorbild nehmen. Ich habe gesagt, wir sind in einer anderen Zeit, niemand wird ihn zum Vorbild nehmen. Niemand wird seine Hochzeitnacht heutzutage, ja, durch zwei Gebetseinheiten verpassen. Aber nur, dass man weiß, dass so etwas passieren kann, wenn man mit Allah Ta'ala in Verbundenheit ist. Ja, Zeit, so wie die Uhr sie misst, spielt keine Rolle mehr. Ja, das sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wer zwei Gebetseinheiten betet, mit Allah Ta'ala verbunden ist, dem wird Allah Ta'ala seine Sünden vergeben. Ja, wer sich dafür ordentlich wäscht, seine zwei Gebetseinheiten betet. Das sagt der Prophet Muhammad zusammen. Und ich weiß, es gibt immer ein Aber bei einigen Menschen. Nicht, weil sie dem Propheten widersprechen wollen, aber weil die Sünde durch die scheitanische Werbung schwer auf ihm lastet. Durch die scheitanische Werbung. Weil der Scheitan will, dass sie weiter andauert und dass man hoffnungslos wird und dass man ewig in diesem Teufelskreislauf sich befindet. Ja? Das will der Scheitan. Deswegen gibt es dieses Aber. Ja, aber was ist, wenn ich immer wieder dieselbe Sünde mache? Und was ist, wenn ich sie 100-mal gemacht habe und noch machen werde, so wie ich davon ausgehe? Ja, dieses Aber, das ist verbreitet in dieser heutigen Zeit. Ich denke, jeder kennt es, entweder von sich selbst oder von anderen Geschwistern. Ja, und dieses Aber
Kein Aber. Kein Aber. Weil der Prophet hat das gesagt, sallallahu alaihi wasallam. Aber es gibt noch eine besondere Überlieferung für diejenigen, die irgendwie Aber sagen wollen oder irgendwie dieses Aber im Herzen tragen. Hört gut zu, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass Allah Ta'ala gesagt hat, wie Imam Bukhari und Muslim, beide übereinstimmend überliefern, Allah Ta'ala sagt, أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ثُمَّ عَادَ. Ich mache jetzt mal hier ein Komma. Allah Ta'ala sagt sinngemäß, ein Diener hat eine Sünde begangen und er sagte, oh Allah, vergib mir diese Sünde. Und so sprach Allah Ta'ala, der Erhabene und der Majestätische, mein Diener hat eine Sünde begangen und er wusste, dass er einen Herrn hat. Er wusste, dass er einen Herrn hat, der die Sünde vergibt. Und so kehrte er und es passierte, dass er wieder zurückkehrte, ja, in denselben Zustand. ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ. Ja? Dieses Hin und Her. Ja, jemand begeht eine Sünde, er bittet Allah um Vergebung. Allah Ta'ala nimmt das zur Kenntnis und sagt, er weiß, dass er einen Herrn hat, der die Sünde vergibt, aber auch die Sünde zu bestrafen vermag. Und dann kehrt der Diener wieder zu seiner Sünde zurück und er bittet Allah Ta'ala wieder um Vergebung. Und Allah Ta'ala wiederholt sich quasi, bis er sagt, tu, was du willst. Was auch immer passiert, wenn du so bleibst in diesem Zustand, werde ich dir vergeben. Werde ich dir vergeben. Das heißt kein Aber. Du begehst eine Sünde, du wäschst dich, du betest und Allah Ta'ala vergibt diese Sünde. Das ist unser Weg. Selbst wenn das 1 Milliarde Mal passieren sollte. Ja? Jetzt, liebe Geschwister, bitte kein Aber mehr, ja? Weil das war jetzt genug. Diese Überlieferung war für diejenigen, die Aber sagen. Ja. Subhanallah. Lass uns Allah Ta'ala jetzt um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sprach Menschen auf der arabischen Halbinsel an, die keinen Fluss in ihrem Gebiet kannten, bis heute nicht kennen und wer weiß, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Aber er weckte ihre Fantasie, indem er sagte sallallahu alaihi wasallam, أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ بِبَابِ أَحَدِكُمْ نَهْرًا غَمْرًا يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ 5 مَرَّاتٍ هَلْ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا. Stellt euch vor, sagt er, vor eurer Haustür wäre ein fließender Fluss. Was eine Fantasie für ein Araber. Was für eine Fantasie. Muss man erstmal sich vorstellen. Schon ein Traum, wenn man einen Brunnen hat, der eine halbe Stunde zum Laufen entfernt ist, wo man 1 Stunde täglich damit verbringt, ja, Wasser zu holen. Nein, ein Riesentraum, ein Fluss vor der eigenen Haustür. Allahu Akbar! Hört ihr den Fluss, wie er fließt? Seht ihr den Fluss? Und er sagt, stellt euch vor, jemand würde darin 5-mal am Tag sich baden. Könnte noch etwas an Dreck an ihm übrig bleiben? Was sagten die Propheten, Gefährten? Ja? Allahs Wohlgefallen auf ihnen. Nein,
O Gesandter Allahs. Und der Prophet sagte, sallallahu alayhi wa sallam, kadhalika salawatul khams, yamhullahu bihinna dhunuba wal khataya. Ibn Kathir führt diesen Hadith auf. Ich habe vergessen, die ursprüngliche Klassifizierung mitzugeben. Das ist ein bekannter, authentischer Hadith. So ist es mit den fünf Gebeten, durch die Allah Ta'ala, ja, die Sünden und die Fehler der Menschen hinwegnimmt. Das ist unser, subhanallah, Fluss vor unserer Haustür, subhanallah. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Ja, wir müssen Salah nicht nur begreifen als Sündenauslöschungsmittel, sondern es ist eine Hilfe, es ist ein Instrument, es ist eine Waffe gegen den Scheitan. Weil, das kennen wir alle, ja, wir kennen das, wir haben vielleicht ein bisschen Sport gemacht, wir riechen, wir kommen nach Hause, wir werden nochmal losgeschickt zum Einkaufen oder ähnliches, kein Problem, wir gehen nochmal einkaufen. Dann kommen wir nach Hause und duschen und riechen vielleicht nochmal an unserem Hemd und sagen, pff, boah, subhanallah, ja. Allahu Akbar. Was ein schlimmer Geruch. Und wir duschen und wir können uns nicht nochmal vorstellen, dieselbe Kleidung anzuziehen. Obwohl wir sie eine halbe Stunde vorher anhatten und es nicht bemerkten. Weil wir uns daran gewöhnt haben. Und wir haben uns auch nicht mal geschämt, unter den Menschen so rumzulaufen. Das heißt, wenn man geduscht ist, man ist auch irgendwo abgeneigt gegen den Dreck. Und so fühlt sich auch die Seele. Wenn man mit Allah Ta'ala verbunden ist, ja, dann kann man nicht einfach so eine Sünde begehen. Das ist wie wenn man frisch geduscht ist und dann seine alten oder gerade frisch abgelegten Trainingssachen, ja, wo der ganze Schweiß drin steckt und stinkt, das kann man nicht mehr machen, das geht nicht. Ich bin geduscht. Ja? Das ist unser Fluss, liebe Geschwister, vor unserer Haustür. Unser Fluss vor unserer Haustür. Liebe Geschwister, wie gehen wir mit Schwäche um? Wir bedecken die Schwächen unserer Geschwister. Wir bedecken unsere eigenen Schwächen, weil wir auch nicht wollen, dass die Sünde in irgendeiner Form beworben wird. Wir halten uns an unser Gebet. Dadurch werden unsere Sünden vergeben. Wir halten uns an unser Gebet, denn dadurch kommen wir aus den Sünden auch heraus. Wa aqimi salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wenn wir das Gebet als Hilfeinstrument nehmen, wird es uns abhalten von den schlechten und von den abscheulichen Dingen, wie Allah Ta'ala in Suratul Al-Ankabut, der 29. der Abfolge nach, ungefähr die Aya 45 oder 46, verspricht. Ja? Durch das Gebet kommen wir aus den Sünden und von den abscheulichen Dingen weg. Alhamdulillah. Wir müssen auf Allah Ta'ala uns zubewegen. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wie Imam Muslim berichtet, ich gebe das jetzt sinngemäß wieder, dass Allah Ta'ala sagt, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'a wa man taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu ilayhi ba'a wa idha aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilayhi uharwil. Ja, wenn man sich einer Handspanne Allah Ta'ala nähert, Allah Ta'ala nähert sich um eine Ellenlänge. Und wenn man sich eine Ellenlänge Allah Ta'ala nähert, ja, Allah Ta'ala nähert sich um ein Vielfaches dessen. Und wenn man zu Allah Ta'ala hinläuft, noch nicht mal rennt, wie es eigentlich sein sollte, ja, verfirru ilallah und flieht zu Allah, man bewegt sich nur Richtung Allah Ta'ala, ja, so kommt Allah Ta'ala einem rennend entgegen. Und wir verstehen diese Hadithe ohne Vergleich, ja, und Allah Ta'ala transportiert durch diese Worte uns Bedeutungen, die wir instinktiv auch verstehen, ohne ihn jemals zu vergleichen oder zu vermenschlichen und ohne auch gleichzeitig diese Eigenschaften abzulehnen. Ja, oder ohne diese Bedeutungen in diesen Worten abzulehnen, liebe Geschwister. Wir müssen uns auf Allah Ta'ala zubewegen und wir bekommen die Hilfe Allah Ta'alas. Und nun ein Wort an diejenigen, die meinen, das passiert nicht. Ich habe bereits dies und das getan und Allah Ta'ala hat mir nicht geholfen. Erstmal muss man wissen, dass das zu sagen etwas, ich finde jetzt spontan kein Wort, etwas super, super krass Schreckliches ist. Und man
wenn man so etwas fühlt und denkt und vielleicht sogar ausspricht, sich selbst gegenüber, ja, dann soll man wissen, man ist schon vom Scheitan vollkommen in den Irrgarten bis zur schlimmsten Stelle geführt worden. Ja, dass man so eine Verirrung denken oder spüren kann. Weil es widerspricht allem, was im Koran steht, und es widerspricht allem, was der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Und wenn man so etwas fühlt, dann ist man richtig tief in den Irrgarten des Scheitans geführt worden. Ja, es ist falsch. Das zeigt nur, wie krank man in dem Moment ist und wie sehr man die Medizin braucht. Und eine Medizin, warum kann man überhaupt so fühlen? Allah Ta'ala sagt im Koran, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Aber nein, das, was sie zu tun pflegt, hat auf ihre Herzen Schmutz gelegt. Und wegen dem Schmutz kann man nicht fühlen. Man ist unempfindlich geworden, wie jemand, der Torwarthandschuhe anzieht und dann etwas Feines berühren möchte. Der spürt nichts, weil er Torwarthandschuhe an. Und was zieht diese Torwarthandschuhe wieder aus? Dankbar sein. Letztens ruft ein Bruder an und er beschwert sich über einen Freund. Und das macht sein Leben kaputt. Und dann sagt er, ja, Allah hat mir eine Frau gegeben, so wie ich sie mir gewünscht habe. Ja, Bruder, wenn du daran festhalten würdest, wenn du dafür dankbar sein würdest, dann könntest du doch mit anderen Dingen im Leben umgehen. Dann würde ich es doch nicht so runterziehen und fertig machen und kaputt machen. Und dass du deine ganzen Gedanken drehen um diese eine Sache. Ja? Und er beschwerte sich, dass die Person ihm gegenüber undankbar ist. Er sagt, bist du nicht Allah Ta'ala undankbar, wenn du deine Frau so in einem Nebensatz erwähnst, obwohl sie genau das ist, was du von Allah Ta'ala erbeten hast? In shakartum la azidannakum. Wenn ihr dankbar seid, sagt Allah Ta'ala, so gebe ich euch mehr. Aber wenn Allah Ta'ala uns alles gegeben hat, wie er Iblis alles gegeben hat, aber Iblis ist nicht dankbar, ja, dann hat er auch nichts. Dann fühlt er sich auch übervorteilt. Dann fühlt er sich auch schlecht dastehend und sagt, ja, warum hat er etwas, was ich nicht habe? Und schaut auf Adam und kriegt Hass auf Adam. Kriegt einen Hass auf Adam. Ich rede jetzt so ein bisschen, als ob ich 20 wäre, gell? Hass aufbekommen. Aber das, weil ich mit euch auch Zeit verbringe und gerne Zeit verbringe, Alhamdulillah. Ja? Das heißt, wir wollen dankbar sein. Dann wird unser Herz befreit von diesen schmutzigen Flecken. Dann können wir die Gaben Allah Ta'ala sehen und sehen, dass immer ständig seine Hilfe uns erwartet. Wir müssen nur einsteigen. Wir müssen nur anfangen. Wir müssen nur praktizieren. Ja Allah, ja Mujib, ja Rahman, ja Rahim. O Allah, ja Ghafir, ja Ghafur, ja Ghafar, ja Afu. O Allah, bitte vergib uns unsere Sünden. O Allah, ja Sittir. O Allah, bitte helf uns dabei, die Sünden unserer Geschwister und ihre Charakterschwächen zu verdecken. Ja Sittir, O Allah, bitte helf uns dabei, unsere eigenen Schwächen und Fehler zu bedecken. Ja Nasir, bitte helf uns, aus unseren Sünden herauszukommen, O Allah. Ja Allah, bitte stehe uns bei in unseren Gebeten und lass uns sehnsüchtig unsere Gebete erwarten und mit dir stets verbunden sein in unseren Gebeten und von nichts abgelenkt sein, O Allah, Allahumma Amin. O Allah, bitte vergib auch unseren Eltern und unseren Geschwistern, die deine Einheit bezeugen, und rechtleite all diejenigen, in denen du Gutes siehst, und lass uns deine Parfümhändler sein, O Allah, lass uns deine Parfümtragenden sein, die zu diesem Dien einladen, Allahumma Amin. O Allah, bitte stehe all den Geprüften bei, diejenigen, die bekriegt werden, diejenigen, die vertrieben werden, diejenigen, die gefoltert werden. Und bitte heile die Kranken, O Allah, und bitte tröste die Verzweifelten und lasse unser Leben ein tatenreiches Leben sein, wo wir allen Bedürftigen das Leben erleichtern, O Allah, Allahumma Amin. Und O Allah, bitte verheirate die Unverheirateten unter uns und bitte schenke denen, die sich Kinder wünschen, rechtschaffene und gesegnete Kinder. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, und bitte gib uns all das, was der Prophet Muhammad sallam von dir gebeten hat, und bitte schenke uns Zuflucht, vor allem, wo auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bei dir um Zuflucht gebeten hat. Amin.